irgendein netter Kalif oder Araber oder wie auch immer hat mal gesagt, harte Männer schaffen gute Zeiten schaffen schwache Männer schaffen harte Zeiten. Und wenn ihr jetzt seht, da in der Mitte, ja, da stehen die letzten harten Männer und außen stehen die schwachen Männer und schwache Männer sorgen für schwache Zeiten. Und wenn wir so weitermachen, meine Damen und Herren, dann sehen Sie da außen und um nicht mehr viele, die 40 Stunden in der Woche in die Arbeit gehen und dafür gucken, dass wir vernünftiges Leben haben, damit wir unsere Alleinerziehenden ernähren können, damit wir unsere Kranken ernähren können. Nein, die wollen ihr Work-Balance und die verlangen immer nur, die fragen immer nur, was der Staat für sie tun kann, aber nie, was sie für den Staat tun können. Und das ist eigentlich die wichtigste Frage. Was kann ich für die Allgemeinheit tun? Was kann ich für den Staat tun? Und das machen sie eben nicht, meine Damen und Herren.